Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder, Sebastian. Die Ferien sind vorbei. Weihnachten, Silvester ist vorbei, gut überstanden. Fetter geworden wie ein Elefant. Aber naja, das geht hoffentlich wieder weg. Geht das wieder weg? Aber heute geht es darum, und zwar hat Mae Young Forward geschrieben in einem Video: Was machst du, wenn dich jemand richtig dumm anmacht? Ich hatte da zwar auch schon geantwortet, aber es ging mir dann so durch den Kopf. Und dann habe ich mich so erinnert, wie ich denn so reagiere. Das letzte Ereignis, wo sowas passiert ist, da war ich mit meiner Frau und den Kindern unterwegs. Meine Frau hat ihr das Auto auf so einem Parkplatz geparkt, aber sie ist ein bisschen über diese weiße Spur, die da ist, gekommen. Und daneben ist dann jemand reingefahren, schon ein älterer, sagen wir 40, 50 Jahre alt. Und der hat dann erstmal meine Frau beleidigt, weil sie nicht ordnungsgemäß innerhalb diesem weißen Strichen geparkt ist. Ihr wisst ja, da ist einer, da ist ein weißer Strich, da ist ein weißer Strich und man soll genau gerade da reinparken, am besten möglichen. Aber das ging nicht, weil daneben die Autos schon so geparkt haben, dass es unmöglich war. Und der hat sich dann darüber beschwert und meine Frau beleidigt. Da war ich dann schon ziemlich wütend innerlich, aber ich dachte mir, gut, das kann deine Frau alleine regeln, denn sie mag nicht, weil sie kennt mich, sie weiß, dass ich eigentlich bei so Situationen sehr schnell 220 fahre innerlich. Dann meinte ich schon, er soll bitte etwas freundlicher sein. Ja, aber dann hat er weitergemacht und hat meine Frau weiter beleidigt und hat auch noch meine Kinder beleidigt. Und das war dann so der Punkt, wo ich innerlich ausgeflippt bin und ihm auch eine Menge Schimpfwörter in den Kopf geworfen habe. Kleiner Moloch. Irgendwann ist er dann gegangen. Aber so zu reagieren ist natürlich nicht vorteilhaft. Das ist bei mir einfach so, das schaukelt sich dann hoch und innerlich bin ich am Platzen und es muss dann einfach raus, was ich sage. Gut, Mama würde jetzt sagen, die schlauere Variante ist einfach ignorieren, einfach deines Weges gehen und fertig. Also bei manchen Menschen finde ich, ist es gerechtfertigt, sie auch mal zu beschimpfen, wenn sie sich so darstellen wie Arschlöcher, dann ist das irgendwie berechtigt. Aber Young Ford, ich kann dich auch verstehen, dass du dann gelähmt bist, wenn du dumm angemacht wirst. Man hat ja auch Angst. Ich habe auch Angst. Auch wenn ich wütend bin, habe ich Angst währenddessen. Auch wenn die dann ein bisschen im Hintergrund tritt und eher meine Wut hervorkommt, habe ich trotzdem Angst. Da kann man schnell gelähmt sein. Das ist ja nicht komisch oder dass du denkst, oh, ich weiß auch nicht, du hast ja geschrieben, keine Ahnung, was ist bloß falsch mit mir. Also da ist nichts falsch dran. Das ist ja, so Situationen sind nicht einfach. Und wenn man dann noch Angst dazu bekommt, dann kann man schon mal ja verstummen. Ich habe das ja eher mit der Wut und meine Frau, die hat mir das schon oft gesagt. Wir sind ja schon viele Jahre zusammen, also nicht, dass ich jeden Tag ausflippe. Sie hat mir immer gesagt, wenn sowas passiert, dass ich mich mal etwas beherrschen soll mit meinen Ausdrücken und so, dass das kindisch ist. Gut. Ich finde das jetzt nicht kindisch, aber ich habe gemerkt halt, ja, ein bisschen ruhiger könnte ich werden, ne? So läuft das also bei mir. Vielleicht hilft dir Kampfsport etwas, das könnte ich mir vorstellen. Das habe ich immer für mich selbst auch überlegt, dass ich gerne Kampfsport machen würde. Und ich glaube, das würde meiner Angst so irgendwie behilflich sein. Ich weiß nicht, so stelle ich es mir immer vor, ob das dann echt so ist. Weiß ich nicht. Aber ich kann mir dann vorstellen, dass man in so Situationen, wo man dumm angemacht wird oder wo es gar um Gewalt dann geht, Gewaltanwendung geht, dass man da sicherer ist, besser mit umgehen kann, vielleicht ja nicht so gelähmt ist, weil man einfach gelernt hat, was man dann zu sagen hat und was man zu tun hat. Das wäre so mein Tipp. Wie ist das denn bei euch? Wie reagiert ihr in Situationen, wo ihr von anderen beleidigt wird? Und noch schlimmer, wenn ihr in so eine Gewaltszene reinkommt, wie reagiert ihr? Wehrt ihr euch? Lauft ihr weg? Wie ist das? Wie fühlt sich das bei euch an? Das würde mich auch mal interessieren. Und vielleicht Young Forward auch, ich weiß nicht. Er hat mich ja gefragt und ich denke, irgendwo macht er sich da Gedanken darüber. Schreibt einfach, wie das bei euch ist. Dann hatte ich mal eine unschöne Erfahrung. Und zwar habe ich etwas gesagt, was jemand anderen nicht gepasst hat. Und nach seinen Vorstellungen hätte ich das nicht sagen sollen. Und er sagte dann, wenn ich das nochmal sage, dann haut er mir eine rein. Und schlau wäre jetzt gewesen, einfach still zu sein, aber ich war so wütend. Wie kann mir denn jemand vorschreiben, was ich zu sagen habe? Es war kein Schimpfwort oder so. Ich habe zu ihm Alter gesagt. Er mochte das Wort Alter nicht. Er mochte das Wort Alter nicht. So redet niemand mit ihm, Alter. Es war nicht böse, es war nicht böse gemeint. Ja, aber Alter, was denn los? So, das ist ja nicht böse gemeint. Und dann habe ich nochmal gesagt, habe ihm in die Augen geguckt, habe gesagt, da musst du mir jetzt eine hauen. Glory, 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 glory. Hat er dann nicht gemacht. Aber warum soll ich denn
Es war ja also nicht böse gemeint. Meine Lieben, ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns schon bald wieder. Thank you.